Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Minecraft. Wir sind hier unten. Was wir als erster brauchen, ist mal das hier. Hoppala, war fast falsch. Wir brauchen Enderman Survive, weil das müssen wir hier unten reinpacken. Soll hier Enderman anziehen. Und dann müssen wir den Spawner austauschen. Wenn wir hier den Dingspawner, können wir rein theoretisch mal mit der Yeta Ranger bauen. Okay, ist aufgesammelt worden von da. Dann können wir den mal platzieren. Sagen, du arbeitest nur, wenn du ein Redstone-Signal kriegst. Dann Lever. Das und das. Rein und geben wir mal Redstone-Signal. Mal gucken, was er macht. In der Zwischenzeit tauschen wir hier. Das sperrt nicht aus. Ah, das kann man nicht mehr raus. Und guck mal, was er macht. Nur meine Hand. Das ist ein Repair-Material, das steht gar nicht da. Kann ja den mal nehmen vorerst mal. Wir gleich spawnen, mal gucken, was passiert. Ob er hier vorne getötet wird oder was. So. Wird alle nach vorne gezogen. Gehen alle auf die Seite. Das ist natürlich nicht interessant. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Was passiert mit den neuen? Auch auf die Seite. Aha, interessante Sache. Warum? Was ist, wenn ich den jetzt mal abbaue? Dann werden natürlich alle Endermänner davonlaufen. Wird die mal alle töten jetzt? Einmal mal töten. Warum die jetzt alle da hinten sind, weiß kein Mensch. Aber okay. So, du noch und die auch noch alle. Keine Ahnung, wie viele ihr seid. Ihr werdet alle sterben. Gut, die Items sammelt der hier ein, ist egal. Nur warum der jetzt hier das Förderband nicht? Ja, weil das halt, wenn die davonlaufen wollen, gell, dann laufen sie. Das heißt, was ist, wenn man hier 1, 2, nee, doch. Entweder wenn wir den weiter nach hinten setzen. Vielleicht bringt das was. Den jetzt hier hinten setzen. Und die Range anzeigen. Dann geht die natürlich nicht so weit. Das hat eine große Range. Kann man die nicht irgendwie kleiner machen? Nein. Wenn man hier versucht, dass sie anzieht. Testen wir mal so, was er dann macht. Voilà. Tun wir mal einmal, mal gucken, was er da macht. Machen wir mal so, dass der schneller spawnt. Funktioniert nicht. Weil sie nicht anzieht. Auch blöd. Die laufen echt in meiner Ecke, die sind dumm. Ey, willst du mich kaputt machen? Du ersterben, Junge. Wie? So, nochmal und nochmal. Für Sinder. Verschwinde Items. Weg von mir. Ich brauche euch nicht, Item. Das bedeutet, so ist es scheiße. So ist es kacke, kacke, kacke. Wenn wir jetzt mal Welt gucken und die mal jetzt da mehr draus machen, mit Leder wahrscheinlich. Hier die Stück kriegen wir zusammen. Den hier mal auf Redstone On setzen. Und hier drinnen jetzt einfach mal. So. So. Vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber ist halt so. So. Die alle nach vorne schicken da. Den zur Seite. Vorne. Nee. Okay, da haben wir nichts. Der auch egal. Vorne, vorne. Nix. Hier zur Seite.
Seite. Seite? Nein, war ich da nicht. Es ist Nacht. Ist das witzig auf der, in der Nacht? Kann ich hier nichts platzieren? kann ich nicht schweben, weil da fängt es mal zu wenig Dings habe. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, ihr wisst nicht unbedingt, aber Grippbau habe ich zu wenig, weil die Salatzellen dadurch ja ausfallen. Nehmen wir ändern wir mal raus. Hier rein, schalten das mal an und gucken mal, was er jetzt macht. Schwert geben wir wieder. Sagen, oh, bis an. Okay, natürlich ist der jetzt aus, weil er Rettungssignal bekommt, der ist auch aus. Wollen wir gleich mal gucken, was er überhaupt macht, der Enderman. Wenn er nicht angezogen wird. Aber dann so nach vorne kommt und getötet wird. Und natürlich das Problem, dass er nicht nach vorne kommt. So. So kommt er nach vorne, ja. Er wird gehauen, nur nicht in die Augen schauen. Stirbt. Items bleiben. Was ich mit den Items? Könnte man rein theoretisch noch mal drunter setzen. Sobald er drauf kommt, geht's. Okay, der steht gerade ungünstig. Jetzt geht's. Zack, dann wird er gehauen nach hinten. Also es würde so funktionieren. Außer natürlich, er marschiert in eine andere Richtung. Was für mich heißt, Scheiße auf einer Seite. Man, es geht, aber doch auch irgendwie wieder nett. Ich mal hier reingehe und sage, Bob ist active, was macht er dann? Ich muss ich mal rein die Items holen. So. Oh, der hat mich geschlagen. So, mal essen hier. Damit ich mich wieder auflade. Spawn halt auch hinten, das ist das Problem. Aber wenn er nach vorne läuft, dann müsste es wieder klappen. Ja, und er kommt zum Beispiel nach vorne, kriegt einen Schlag. So, die spawnen auch alle hinten und kommt einer nach vorne. Also so geht's wieder. So funktioniert es dann wieder. Mal hier. Und dem wir sagen, never active. So. Die werden alle nach der Reihe geschlachtet. So, und der sagen wir, nur mit Redstone on. So, mal Enderperlen, da haben wir schon wieder ein paar. Okay. Also es würde soweit schon irgendwie unter Umständen funktionieren. Zwar nicht so, wie ich mir das auch oft habe, aber es würde gehen. Sagen wir einfach mal so, dass wir den zum Beispiel eine Zeit lang laufen lassen würden. Komm hier mal. So. Du mal weg hier. Komm hier, die Conveyor-Pelz noch hin. Du kommst dann nach vorne. Gut, ja, du auch. Zur Seite. Zur Seite. Du eigentlich. Es ist immer Nacht. Ich muss mal Tag machen gehen. Sonst kann ich hier nicht gescheit fliegen. Das nervt sonst extrem. Gerade bei den Förderbändern wäre es interessant, wenn es funktionieren würde. Spawner. Dann da rein. So. Dann kann ich hier oben so fliegen in Ruhe. Und kann ich da platzieren. Oder auch nicht. Nee, das wird gedreht gerade. Ja. So. Na komm, geh weg hier. So, so. Gerade überlegen nochmal. So, so. Und den so platzieren. Du, mein Freund, musst auch weg. Aber wenn es dir nicht gefällt, du musst hier weg. Das behaupte ich jetzt einfach und so wird es auch geschehen. So. Nein, nicht so. Ach Gott, oh Gott. So. So, ja genau. Das gefällt mir viel besser. Die alle erstmal zur Seite gepusht werden hier, damit sie so ein bisschen von der Ecke wegkommen. Ja. Und so.
Ah, gefällt mir besser. Hier oben könnte auch einer spawnen, aber das wäre nicht so schlimm. Dann gehen wir hier mal runter. Was ist hier unterhalb eigentlich? Ah, interessant. So. Wir haben ja hier irgendwo die Vakuum-Chest. Ist das die? Ja. Warum sammelt die eigentlich nichts ein da oben? Theoretisch von der Range her müsste es gehen. Aber die kann wahrscheinlich nicht durch die Blöcke einsammeln, oder? Normal aber schon. Machen wir die Range als höher. Oder ist active? Vielleicht geht's dann. Ansonsten müssen wir halt hier einen Hopper oder sowas hinstellen und das dann runterbringen, die Items. Mal gucken. So. Dann sagen wir hier always active. Dann spawnen da schon mal welche. Dann hier rein und hier auch always on. So. Dann trotzdem mal runter hin. Oh. Oh, da runter. Ich möchte hier gerne das ausschalten, damit man das nicht sieht. Hier komme ich da hoch, so raus, raus. Ui. Gleich kaputt. Kann nichts mehr fressen. Ich habe nichts mehr drin. Da brauchen wir ein bisschen Brot. Gott, jetzt hat er gefressen. So, die sterben alle. Die Items sind aber irgendwie nicht aufgesammelt, gell? Nein. Aber er tötet sich schön in Ruhe. Die spawnen sich wieder weg und kommen da zurück. Nur die Items halt, die bleiben hier unten liegen. Normal müsste er sie rein durch so drunter durchziehen, macht aber nicht mehr. So, der backt hier rum. Der möchte nicht sterben. No. Was? No Space Farm. Was ist No Space Found? Wo die spawnen lassen kann, oder? Na, eigentlich macht das ja trotzdem. Okay, also es geht schon. Spackt zwar ein bisschen rum, aber er macht es trotzdem. Gut, dann sagen wir da. Never aktiv. Dann machst du mal da den Toter. Wusch, wusch. Würde er gerne dich angreifen, aber. Mir unsympathisch hier unten. Ist denn hier? Alter, was ist mit dir verrückt? Verrücktes Huhn, du, verschwinde! Spackert rum. Mit meinem Kleber, ich mach dich tot, Junge, verstirb! Komisch. Gerade voll rumgebackt irgendwie. Ah, okay. Egal. So, 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 so. Enderman, dann, ja, das haben wir, das haben wir. Wir haben schon 52 Enderperlen. Ohne die da drin jetzt mitgerechnet. Heißt, nur mit Redstone on. Machen wir mal, zack. Das heißt, wir können hier drin einfach mal eine. Was kostet denn eine Vakuum-Chest? Vakuum-Chest, okay, die ist nicht zu teuer. Dieses Bullseye-Ding können wir jetzt machen. Haben wir ja jetzt Enderpearl. Bauen wir einfach eine zweite Vakuum-Chest, weil der Vakuum-Chest mehr Speicher als wie ein Hopper. Sonst würde ich auch einen Hopper nehmen, aber so ist doof. Nicht XP, Vakuum Chester. Kann man rein theoretisch die da unten reinbauen. Zack. Radius von 4, 3, 1, 2, ja. Items kommen eh alle hier vorne, also wäre es egal, kann man rein durch Item 2. Den Spawner always active. Dann das Schwert. Können wir hier wieder reintun und always on. Dann mal gucken, was er jetzt da macht. So, was Enderman hier reintun, wird er wahrscheinlich wieder alle anziehen und das wird dann wieder nicht funktionieren. Sofern der hier noch Redstone hat, ja. Können mal vorher dann erst noch ein
Kapazitabon Okta. Kann nebenbei bauen. Okay, das ist Blödsinn mit der Enderman hier drin. Soll das so machen. Und sollen die machen, was sie wollen? Eigentlich, was, es gefällt mir alles nicht irgendwie. Idealsten wäre es natürlich mit dem Killer Joe. Und dieser Killer Joe ist halt auch wieder so eine Sache. Braucht er dann wieder das andere Zeugs? Nutri-Dingsbums-Gedönse. Und da brauchen wir das Z-Logik mit Zombie oder irgendwas drin. Nutrizin. Nutri irgendwas Gedöns da, das Zeugs da. Blüten, wie stellen wir das her? Hier. Wasser mit Fleisch und fermentiertes Ei. Ah, ich glaube, das funktioniert so auch. Wenn wir das eine Zeit lang laufen lassen, soll es auch funktionieren. Und die Endermänner, die sich da in die Ecke verschanzen, ja, irgendwann wird die auch loslassen. So wie der jetzt. Lässt los und zack. Wird dann auch getötet. Die Alte sammeln wir ein. Ich glaube, viel mehr braucht man da auch nicht dazu tun und machen. Das lassen wir einfach ein bisschen laufen. Brauchen wir eigentlich Enderman-Köpfe für irgendwas? Enderman. Wir haben 8. Aber rein theoretisch ein Soulbinder. Okay, das haben wir schon. Spice. Ja, dafür dann eventuell, aber da können wir eine andere für den Mob-Controller und das Ganze. Brauchen wir nicht. Für Enchanten mit Büchern brauchen wir es. Okay, interessant. Doch ein Enderman hat, weiß kein Mensch, was wir brauchen. Für Nutri-Dings können wir es nützen. Was brauchen wir das? Weile-Start haben wir schon, okay. Dia-Link-Device ist. Das ist, ich glaube, zum Boarden, oder? Ja, Telepad, genau. Alles Board Light. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Und den brauchen wir fürs Thermal, das brauchen wir auch nicht. Also. Nein, rein und brauchen wir es nicht. Aber ich glaube, so funktioniert das relativ gut. Man nimmt schön die RF runter. Eindeutig müsste ja mit dem wieder bauen, aber das macht er nicht. Weiß gar nicht, ob er Schaden auch nimmt. Nee, ja, natürlich, weil nur 95% des Schadens absorbiert. Da ja natürlich mein Schwert da hingeben dafür, aber. Wir sehen schon, wir haben da schon einiges zusammen. Vielleicht auch mal überlegen. Wir haben ja noch einen Mob-Grinder. Schauen wir uns ja nächste Folge an. Also, bleibt dran, macht's gut, tschüss.